Hey Leute, willkommen zum Nintendo Direct vom 18.06.2024. Ich schaue ihn jetzt an um. Ja, wir haben fast 18 Uhr, also 2 Stunden später. Weil ich nie Bock drauf habe, das live zu sehen. Das ist mir aber zu anstrengend. Vor allem habe ich zu der Zeit gerade Essen gemacht. Okay, ich habe Hunger. Aber auf jeden Fall schauen wir uns das mal an. Schauen wir mal, was kommt. Ich hoffe auf gute Nachrichten aus dem Zelda-Universum. Mal schauen. Peggy 16. Oh. Ich werde ja auch Sachen überspringen, wenn es mich nicht interessieren, weil so mache ich das immer. Also gut, das ist ein Mario-Universum. Das ist Luigi. My boy. Hey, Luigi? Ist das dann der neue Synchronsprecher? Weil der Martinet, der macht ja nicht mehr mit. Verständlicherweise. Ich frage mich, wie viel der verdient hat. My God, he's dead! Oh, he's... Okay. What the fuck? What is happening? Also bekommen wir ein neues Mario und Luigi-Abenteuer. Das ist ganz cool. Oder gibt es das schon? Ist das wieder ein Remake oder so? Ist das was Neues? Die Mario und Luigi-Reihe ist ja eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe noch nie eins durchgespielt, weil die mir zu lange dauern, aber ich finde die immer sehr spaßig und unterhaltsam. Das, was ich gespielt habe, was ja doch so die Hälfte war oder so, von irgendeinem auf dem 3DS, ganz gediegen. Ganz gediegen ins Ungewisse. Okay. I mean, yes. Und oh, der arme Luigi kriegt immer eins auf den Deckel in diesem Spiel. Ein armer Buhr. Did he just slap his ass? Schwankard. Schwankard. Abwehrreflex, okay. Wirbel. Ja, schaut doch wie ein... Ah, okay. Und das auf der Switch, nehme ich an. Also wir bekommen, glaube ich, auch keine neuen Nachrichten von Peach. Wieso schaut die so aus? Für die neue Switch, die Switch 2. Weiß nicht, wie sie rennt. Unter welchem Namen. Ah, das kenne ich aber. Ist das ein Remake? Brothership. Wo ist das Schiff? Ich habe kein Schiff gesehen. Okay, also ich glaube, das ist kein Remake, das ist was Neues. Ah, wer sind Sie? Nintendo Direct の案内役を務めます。Also. I'm joking. I know it. 最初にご覧いただいたのはシリーズ9年ぶりとなる完全新作。Immerhin was Neues und nicht wieder. Ich meine, Remakes sind immer schön und gut oder Remasters, aber es ist auch mal schön was Neues zu sehen. そしてマリオとルイージによる進化したブラザーアクションにご期待ください。Cool. それではヘッドラインをご覧ください。Bring the championships home. Ja. Es haben sie als Vorbesteller verkauft. Das war nur. Take on over 150 speedrunning challenges from across 13 NES games. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das klingt ja schrecklich. Familiarize yourself with each challenge and perfect your. War dieses Nintendo World Championship nicht irgendwas, was du gewinnen konntest damals? Aus dem Nintendo Magazin damals? Like completing Super Mario Brothers in Evan. Using warp pipes. Destroy Evan, guys. Stuck on a legend challenge? Check out classified information for handy tips and tricks to help you improve. Put your skills to the test in survival mode, where you'll race against ghost data of players worldwide. This is terrible. I hate everything about this. Thank you. You've only got one shot to survive. I don't like this. One standing. Nintendo World Championships NES Edition launches on Nintendo Switch July 18th. Nein. For the digital version are available now. For the digital. Ja, weil die physische Version konntest du im Nintendo Shop kaufen.
den ich gesehen und ich war so, what the fuck is this? Fairy Tale is about to begin. Fairy Tale. I don't even watch the show. Relive the climactic Alvarez Empire arc from the hit anime Fairy Tale in this. The hit anime Fairy Tale. Ich weiß noch, wie Fairy Tale rausgekommen ist und es überhaupt niemand gekannt hat. Ich habe damals die erste Folge angeschaut und habe es nicht gemocht und es hat kein Schwein gekannt. Das war ganz am Anfang. Und ein paar Monate später, auf einmal hat jeder drüber geredet und ich war so, I didn't like it. Ich habe es jetzt jahrelang nicht angeschaut. What the hell? Oh, was ist hier los? Jetzt jahrelang nicht angeschaut, also ich glaube, mittlerweile wird es mir gefallen, weil damals, wie ich es angeschaut habe, war ich, glaube ich, 13 oder so und da habe ich hauptsächlich Romance angeschaut, Action eher weniger, aber mittlerweile stehe ich schon mehr auf solche, auf diese Art von Shonen-Anime. Weißt du, soll ich jetzt, ist mir egal, ich habe Final Fantasy nie gespielt. Es heißt Fantasian, vom Final Fantasy, Fantasian, toller Name, okay, what the hell is this? Leo looks like a lady. Lord Vamp, oh Vamp, okay, I'm sorry. Vam, der gute Vam. Skills are the ticket to winning battles. Adjust a skill's trajectory to target multiple enemies at once. It looks nice. Diese ganzen RPGs schauen halt irgendwie alle gleich aus, habe ich das Gefühl. Aber ich bin auch sehr unwissend, muss ich sagen. Ich spiele ja nicht wirklich RPGs. Es ist ganz cool. Das ist ganz nice. Ist it nice? Leo schaut halt... Ne. Es schaut recht Standard aus, also von den Designs her, aber ich weiß nicht. Sagt, es spricht mir jetzt nicht an. Ah, who the fuck? Oh wow, jetzt kommt eine neue Sportart für Wii Sports, also Switch Sports eigentlich. Wow. Toll. Das Spiel ist ja sowieso... Ich meine, wenn du deinen Spaß damit hast, natürlich, alles cool, aber ich glaube, das hatte sogar weniger Spiele als Wii Sports. Dann ist das nicht genau das gleiche Basketball, was du auf Wii Sports Resort hast? Das ist doch genau das gleiche. Und wieso haben wir Wuhu Island nicht? I have questions. Good fucking move on. Immerhin ist es kostenlos, also immerhin. Das great props for that. Immerhin. Kingdom Hearts. Was ist das? Schaut aus wie Dragon Quest, der Artstyle. This thing looks cute. What is it? What is this? What is your baby? Oh. What the fuck? Schaut wirklich aus wie ein Herzloser, aber so mit Haaren. Ah! Indie-Spiel sieht schön aus. Es erinnert mich an Journey und so. Also Ori vom Spiel-Ding her. Ori and the Blind Forest und da gibt es einen Nachfolger. Ah, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ganz schräg, wenn das Ding sich bewegt, dann benutzt es die Haare oder sowas. Mio, Memories in Orbit. Ja, sieht nett aus. Cartoon Classics. Leap into a new update for Disney Illusion. Oh, okay, ja. Das sieht ganz cool aus. Disney Illusion Island, das haben sie ja schon angekündigt gehabt. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es mir nicht gekauft, obwohl ich es gern haben möchte, aber... Who has the fucking money? Island Adventures await. Customize your character. What the fuck?
Also Animal Crossing, aber mit Hello Kitty, Sanrio oder wie das, ich habe keine Ahnung, ich sehe mal Sanrio, Hello Kitty. Okay, that's not my thing. Ah! I don't care about the Looney Tunes, but good luck to you guys. That's all, folks. Haha, that's all. Do they look weird to you? New crewmate and imposter roles are being added to Among Us. Phantom, the Phantom of the Opera. Du kannst jetzt das Phantom, dann spielst du so auf der Orgel und alle rennen so zu dir und haben keine andere Wahl. Du kannst die Leute ablenken. Oh, du kannst, das sieht cool aus. Ich meine, es ist Among Us, das macht immer Spaß. Muss ich sagen, also ich habe da echte Addiction gehabt zu dem. This is Felicidad, a realm of Felicidad. Ist das nicht Spanisch? Felicidad. Feliz Navidad. Das schaut aus wie aus Fairy Tale. Was ist das? Schon halt alle mittlerweile so gleich aus, diese Animes. Muss ich schon sagen. Diese Charakterdesigns. Irgendwann geben einen die Haarstyles ja doch aus, ne? Die Frisuren. Und harvest them to make your buddies come to life. Oh, that's cute. They can then be trained for battle. Ja, interessiert mich jetzt nicht wahnsinnig, aber es sieht ganz süß aus und ganz interessant. Action-packed mit Schwachpunkt und ohne Schwachpunkt. Oh! Merge all of the battle buddies in your party to call forth a giant fusion summon. And wreak havoc on your I fusion summon! You what now? I fusion summon! I synchro summon! Well, what? A synchro summon? Oh, right. In Farmagia, launching on Nintendo Switch, November 1st. Interessiert mich nicht, aber es ist marvelous. Das interessiert mich nicht. Ah. Donkey Kong Country Returns. Das kam ursprünglich auf der Wii? Yeah. I know my shit. I know my shit. Und dann haben sie es für den 3DS rausgebracht. Ist ein gutes Spiel, aber es ist so die Art von Spiel, die ich nicht gern mag. Es ist so, oh, Jump'n'Runs. Sind immer so ein bisschen... Ich kenne Donkey Kong Country. Kommt da irgendwas Neues, wenn ihr es schon auf die Switch bringt, was interessant ist? Von all den Spielen? Ich meine, sie haben ja auch Tropical Freeze von der Wii U auf die Switch gebracht, weil halt mehr Leute die Switch haben. Which makes sense. Auch ein gutes Spiel, Tropical Freeze. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt auf dem 3DS, weil ich es für die Wii da nicht gekauft habe. Weil ich war so, ich spiele nicht auf der Wii, ich spiele eher am 3DS, also habe ich es mir da gekauft. Es funktioniert super auf dem 3DS, aber... Und irgendwelche Zusätze da, irgendwas Neues, weil das ist ja eigentlich nur ein Remake. Da musst du schon was dazugeben. Aber okay. What is this? What is this? Sie haben es so dramatisch dargestellt. Oh, okay. Ist das Triangle Strategy oder so irgendwas? I feel so epic. Ist das das allererste Final Fantasy neu aufgelegt? Dragon Quest 3. I didn't even play the one they have! Ich weiß nicht, welches ist, 15? To face the Archfiend. Dragon Quest ist geil. Dragon Quest ist geil. Die sind immer spaßig. Also jedes Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe von der Dragon Quest-Reihe, hat immer mega viel Spaß gemacht. Ich habe sie nie durchgespielt, weil es ein RPG ist, aber sie haben mir immer Spaß gemacht. Von Anfang bis zu dem Punkt, wo ich aufgehört habe zu spielen. Ja, aber auf Deutsch auch oder nur wieder auf Englisch? Das machen sie ja gerne. Und dann bin ich so... I mean, thank you, but also... Pompeii.
hugging you. Hallo, ich bin cool. Guck mal, ich krieg Farbe. Ich mag das, ich weiß nicht, wie du den Artstyle nennst. So von Bleistiftzeichnung. Buntstifte. Buntstiftzeichnung. Finde ich schön. Sehr hübsch. Ja, cool. Dragon Quest. Jetzt heiraten wir. Noch ein Dragon Quest? Don't be like that. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Da, 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 da. Oh, 1 und 2 auch noch. Warum haben sie dann mit 3 angefangen? Weißt du, wieso 3 zuerst? Ist das ein Bekannter oder so? Ist ja so, hier, wir haben 3 und 1, 2 auch noch. Warum nicht mit 1 und 2 anfangen? Sind so wie die Star Wars Filme erst. Guck mal, halt top. Achso, deswegen haben sie das gesagt. Also, Entschuldigung, meine Unwissenheit. Unwissenheit. Was habe ich gesagt? Ich habe mir gerade überlegt, ich war so, kommt der alle in einem oder muss ich da wieder 3 zahlen? Wie haben es denn vorher ausgeschaut, die Spiele? Ist ganz cool, Dragon Quest ist geil. What the fuck is this? Ew. Say hello to Jaws? Wait, He-Man? Great Scott! Is that Marty McFly? Great Scott! The world of Funko is coming to life in this what is happening? Mashup for the ages. Play with more than 60 characters as you explore locations based on over 20 iconic movies, TV shows, and more. Und was machst du da? Use special skills and crafted gadgets to explore epic worlds, each with their own unique puzzles, hidden areas, and familiar foes. Dinosaurs from Jurassic World and Cylons from Battlestar Galactica. Es wirkt ein bisschen leer. Aber when Funko Fusion pops on Nintendo Switch, September 13. Ich bin nicht so. Funko ist so ein bisschen kompliziert. Spooky, silly, aber ja, es sieht eigentlich ganz witzig aus. Es ist nicht Summon your courage and explore Hello. Multiple mansions filled with goofy ghosts, tricky traps. Ich meine, als sie das angekündigt haben oder ich das irgendwo gesehen habe, war ich so, buy it! I love Luigi's Mansion. Ich warte immer noch auf Luigi's Mansion 1. Da auf dem 3DS ist das unglaublich scheiße zum Spielen. Warum sie da, was, warum Luigi's Mansion 2, aber nicht 1? I don't... Explore dungeons and battle monsters. Ist das wie... Da ist das Miitopia? And more. Plus up to 4 players in local co-op can team up to catch special Dempaman. The new Dempaman is free to play and launches as a timed exclusive. So schaut's auch aus. July 22nd. Das schaut uninteressant aus. Was haben wir da? Darkest Dungeon 2? Ich glaube, Darkest Dungeon 1 war recht gut. Das war echt extrem gut. Ich habe es aber nie gespielt. Ich habe mal ein Video davon gesehen. Und ich war so, es ist mir zu schwierig. Ich habe es ja angeschaut. Ich war so, oh, I love the art style. It's too complicated for me. I don't like that. But I love it. Darkest Dungeon 2, yeah. You can drive. Erweiterungspaket. Ja, Nintendo Online interessiert mich halt null. Ich habe darauf dreimal gespielt und dann nie wieder. What the fuck is this? Ja. I don't know what that is. Perfect Dark.
Now with online multiplayer. Oh, das ist ganz süß. All four games will be available for Nintendo Switch Online. Ah ja, Perfect Dark sagt mir was. Ich, keine Ahnung. Ja, Zero Mission ist geil. Und der Link to Pass auch und so. Aber ich spiele nicht online. Die Nintendo Online-Sache. This is Verona, a young woman with the ability to communicate with phantoms. Join her on a journey to save her friend Ash. Why are they always named Ash? wir begleiten sie, wie sie Ash rettet, aber wir sehen, wie sie über Bord geschmissen wird. So, Ash! Oh ja, ja. I really don't care. Also das schaut ganz nett aus. Interessiert mich nicht. Das ist halt das Ding, deswegen schaue ich diese Nintendo Direct so selten. Weil es immer so ist, die Spiele, die mich interessieren, die sehe ich dann eh in meinem Instagram-Feed oder irgendwo. Ja, oder irgendein Let's Player spielt die dann. Dann bin ich so, oh, die sind draußen, ja cool. Oder ich sehe den Trailer auf meinen Abos auf YouTube und bin so cool. Und der Rest kann ich überspringen. No one cares! Okay, Marvel. Ja. Das ist cool. Es interessiert mich nicht. Diese Fighting Games. Ah, it's boring. Oh, ja. I'm on the fence. Into the biggest selection of Mario Party minigames. Aha, ja. Super Mario Party Jamboree. First, let's see some of the new boards where you'll compete to collect the most stars. Ich bin ja gespannt, ob die irgendwas taugen. Take the escalators to travel between floors in Rainbow Galleria. Mhm. Use in-game coins to get a star at half price. Bekommen wir wieder spezielle Kostüme für jedes Board? Ist es anders? In Roll'em Raceway. Okay, da bist du in einem Auto. You can move up to 40 spaces with a lucky roll. Here on Goomba Lagoon, okay. The ebb and flow of the tide can change your path. Hey, sie spielt. Okay. Really get mixed up when the volcano blows its top. Along with five new game boards, Mega Wiggles from previous Mario Party games, oh, make their return. The Western Land. Some mini games are action-packed challenges. Speed trials, a battle of wits, battle. And some are controlled by gently shaking or tilting your Joy-Con controllers. With over 110 minigames, there's a wide variety to enjoy. Also, up to 20 players can go head-to-head online in the Koopathlon mode. Da bin ich aber gespannt, ob das 20 Spiele aushält beim Nintendo Server. Also, ich spiele nicht online, aber ich höre immer wieder die Gruselgeschichten von Leuten, die es tun. Und die sind eher bescheiden, wenn es um sowas geht. Vor allem zum Launch hin. When Super Mario Party Jamboree launches on Nintendo Switch October 17th. Na, schauen wir mal, wie es ist. Die letzten paar Mario Party Spiele waren eher so, yeah, aber keins reicht ran an die ersten. Oder zwei, drei, ich weiß es nicht. Ich wünschte wirklich, dass wir so Kostüme bekommen würden wieder für die verschiedenen Labs, weißt du? Vor allem, wenn du da in einem Auto sitzt auf einem, wäre es doch cool, wenn Mario und Co. so in ihren Mario Kart Outfits sitzen würden. I'm just saying. What is this? I don't trust this. I see it, but I don't believe it. What the fuck am I looking at? This is the Link Between Worlds, dude. No, this is... Wait, who is it? The game I didn't like on the Game Boy. The DX version. Ist das das erste Zelda? Was ist das? Ich meine, der Artstil ist von Link's Awakening für die Switch. Oh, Doi! Scheiße. Oh mein Gott, spielen wir als Zelda? Was hat Nintendo mit dem ganzen Miasma-Zeug jetzt? Ah!
Nein. Nein. Nein, wir spielen doch nicht als Zelda. Nach wie vielen Jahren? 19, was? Echoes of... Nein. Nein. Wirklich. Geiler Hairstyle, Bro. Spielen wir das erste Mal offiziell als Zelda? Nein! Oh! Ich glaube nicht, sie hat in Hyrule Warriors ja... Sie ist die Königin eigentlich. In Hyrule Warriors hat sie verschiedene Waffen. Sie kommt mit dem Raphir an. Na, that's awesome. Stolen away. Across the vast lands of Hyrule, strange rifts have appeared and have taken many Now alone, Zelda meets the fairy Tri. From Triforce? Staff called the Tri-Rod. Ah, the Tri. It's your Tri-Stab. Hyrule to save her kingdom. By waving the Tri-Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. What the? Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Ah! If there's a wall blocking your path, you can create echoes of tables to get a leg up. Just like that. You can create wooden boxes, old beds, and unusual things like water blocks. How you use them I'm playing Minecraft with Zelda. Entirely up to you. Learn and create echoes of things you find while exploring Hyrule. Oh my god! You'll be surprised at what you discover. This looks terrible. I'm scared. Nein, ich habe Angst, das ist so viel. Ich werde überfordert sein. Nein. That's not all though. You can also create echoes. Sie schmeißt mit Steinen. After doing so, they'll fight by your side. Okay, okay. Different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. Okay, das ist ein cooles Konzept. Okay, Zelda kann mit dem Schwert nicht rumlaufen, natürlich. Das geht ja nicht. Das ist ja eine Prinzessin. Das ist interessant. Ich weiß nicht. Link, the fate of the kingdom is Major's Mask, Ocarina of Time. Wie heißt die Dinger? Dekus! Da war einer! He was cute! Ja, das ist lustig. Auf der Spinne. Links da so im Hintergrund. Hallo! I'm dead! Oh! Nein. Aber wozu jetzt eine Switch Lite kaufen, wenn die Switch 2 rauskommt? Irgendwann. Bald. Ja, das ist cool. Also, ich bin aber nicht ganz sicher, wie das sein wird im Praktischen. Es hat nur der Stuhl geknarrt. Ich habe nicht gefurzt, falls ihr das gehört habt. Also, das ist ganz interessant, wie es dann im Praktischen sein wird, das Ganze. Bin ich ein bisschen nervös, aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen, natürlich, weil es ist im Zelda-Universum. Ja, nach all den Jahren spielen wir zum ersten Mal in einem offiziellen Zelda-Spiel, will ich sagen, als Zelda. Ich meine, es gibt die CDI-Zeldas und dieses andere irgendwie, aber was ja eigentlich auch offiziell ist, aber ihr wisst, was ich meine. Who cares? Ist das Event Horizon? It's the world of Horizon. In Lego form. That's fucking adorable.
Warum springen die so komisch? What the fuck are they doing? Okay, ja, ist süß. Würde ich mir holen. Vielleicht irgendwann. Keine Ahnung. Stray! Das habe ich auf der PlayStation. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich war's. Ich muss. Welcome home, Hobbit. Ah, das habe ich gesehen. If you've ever wanted to live like a hobbit from the Lord of the Rings, now a leisurely existence nestled away in a quiet corner of the Middle-earth can be yours. Ja, okay. Der Artstyle ist das, was mich so ein bisschen. Alright. A dinner party. Es ist sehr süß, aber die Idee, weil du hast bei den Lord of the Rings Spielen immer eher so Fight Dogs. Und das ist ganz süß. Warum ist der so riesig? Oder sind die Hobbits einfach klein? Ich weiß, Hobbits sind klein. My Sechworth Investigations! Two Ace Attorney spin-off games, including a sequel that was previously unreleased outside of Japan, are coming to Nintendo Switch as one collection. As the prolific prosecutor Miles Edgeworth takes the case out of the courtroom. Ich habe letzte Woche das Spiel beendet, das erste. Und das zweite kam nie außerhalb aus Japan raus. Oh mein Gott! He's fabulous. Take a break from your investigation to explore the gallery. Where you'll find character art, music, including orchestral arrangements, and more. My edgy baby! Edgeworth! Oh, das ist aus dem zweiten. Das kenne ich noch nicht. Ace Attorney Investigations Collection. Launches September 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Yes! Yes! Exciting! Oh. Es sieht wie Persona aus. Musik weg, Persona-mäßig. Miles Edgeworth Investigation. Das kam auf dem DS raus, aber nie auf Deutsch, immer auf Englisch. Und das nur das erste. Und das zweite gab es nie außerhalb von Japan. Ah, oh mein Gott. Ich habe mir letzte Woche erst noch aufgeschrieben. Nur in Japan, damit ihr die Reihenfolge kennt. Weil ich hab alle Phoenix Wright Spiele zu Hause. Tot! Ich mag die Augen. Mysterious school mascot suddenly appears. While Takumi manages to get out of harm's way, he's then forced to at the last defense academy, along with 15 other students. Now that's fucking awesome! Ist das ein Strategiespiel? Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 days. Wow, 100 Tage? An academy shrouded in secrecy. And the unavoidable loss of allies. Can Takumi survive this 100-day trial, colored by extreme and despair, and return to his Danganronpa, oder? Also vom Macher Danganronpa, der auch das Spiel, was ich gespielt habe, gemacht hat. Raincoat, Detective Raincoat. Embark on a saga spanning generations. A full remake of Romancing Saga 2 is marching on to Nintendo Switch. Kenn ich nicht. Es sind aber bestimmt einige Leute da draußen, die jetzt aufschreien sind. So, holy shit! Er sitzt! Hallo, ich hab. The fuck, Flügel als Arme. Scheiße, Digga, kommt hier, Digga. Voll brutal, das arme Viech. And formations to enhance abilities. Wow, das so kompliziert. Zeitlinie. Oh, ja, das ist geil. Das hat Child of Light gehabt. Das war angenehm. Sakura. Blossoms. Bleach. Der Typ, der diese Attacke hat. Haha, Surf's alright! Haha, vom Erschott so aus. Da steht, der Typ hat einen Piratenhut auf.
ganz ehrlich, wenn es 7 Helden waren, die Rache wollen, wahrscheinlich haben sie recht. Cool. Du kommst immer zu denen zurück und die sind immer so. Sie lächeln immer so so happy, was? So, jo! Ey, was? Ich setze mal auf Enttäuschung für mich persönlich, weil es immer so ist. Ja, es ist für mich wohl enttäuschend. Okay, was ist das? 20x9! Wie sagst du das? 20x9! Das ist das Jahr, in dem wir uns befinden. Und weil X ja römisch 10 ist, ist es 2019. Alles klar. Oh, Metroid. Cool. Ich mag Metroid. Ist das jetzt das Neue, was, ich weiß nicht, ewig schon im Dingens ist? Oder... Ja, es ist ein 3D-Ding. Oh, I don't like that. No, I don't like that. Ich mag das noch. Scanning. Scary. Ich mochte Metroid Dread. Und die anderen 2D-Metroids auf dem Game Boy Advance? Weiß ich nicht. Im Metroid Zero Mission und was da noch war. Die laufen da unten herum, Alter. Oh, Weltraumpiraten oder was sind das? Die 3D habe ich nicht gespielt, die ganzen, die, wo du halt aus der Ego-Perspektive spielst. Da sind Metroids. Ja, yeah, they look gross. Metroid Prime 4, ja, das ist, Beyond. Achso, okay, Verzeihung. Ich dachte, es, okay, keine Ahnung. Cool, Metroid kommt, es ist also im Machen. Schön. Freue mich. Ja, kein Stress wegen mir machen. Ich existiere hier und warte. Metroid Prime 4 Beyond-の映像です。大変長らくお待たせいたしましたが、 Ah ja, okay, also das ist das, was sie angekündigt haben, aber das ewig in Development war, ist, wo ich auch schon gelesen habe, eben die Leute waren so, ja, als ob das noch kommt oder so, und ich bin so, ah, ich glaube schon, dass das kommt, weil es ist Metroid und es ist von Nintendo und Nintendo macht eigentlich immer brav ihre Arbeit. Cool. Na, das war's, Leute. Das Spannendste war Miles Edgeworth für mich. Der Rest ist so cool. Ja, ist nett. Wie immer. Schöner Direct.